Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video der Agavenbrand.com GmbH und auch vielen Dank an diejenigen, die dran geblieben sind. Beim letzten Video haben wir auf dieses Video schon hingewiesen. Und zwar haben wir beim Cocktail Mischen einiges von diesen Herencia de Plata an Añejo aufgebraucht. Und jetzt ist der Füllstand doch recht niedrig. Und das ist gar nicht mal so toll. Richtig. Natürlich kann man jetzt darüber philosophieren, Flasche halb voll, Flasche halb leer, aber grundsätzlich, ganz wichtig, ist die Frage, haben wir noch genug Flaschen auf Lager? Ja? Und dieser Zustand sollte nicht zu lange beibehalten werden. Ich verstehe es, dass manche gerne immer nur zu besonderen Anlässen von ihrem edlen Tropfen, und das sind die ja zweifelsohne, nippen wollen, aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass bei jedem Öffnen der Flasche Aromen und Alkohol entweichen, die in den Luftraum über dem Tropfen entwichen sind. Also Diffusion nennt man das. Und jedes Mal, wenn ich mir wieder einen Schluck einschenke, verliere ich dieses Aroma. Das heißt, irgendwann, wenn ich jetzt die Flasche so lassen würde und immer nur winzige Mengen entnehme, habe ich am Ende nur noch Wasser drin. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu umgehen. Genau, und die wollen wir mit euch besprechen. Bei uns ist es jetzt nicht das erste Mal so weit gekommen, dass eine Flasche nahezu leer ist. Durch unsere Tastings wird einiges verbraucht. Manchmal bleibt etwas in den Flaschen zurück. Und es gibt ja quasi von der Herencia de Plata-Reihe auch die Minis. Ja? Also die erste Möglichkeit ist es einfach, das Ganze umzufüllen. Ja? Und wir haben es sogar so gemacht, für den privaten Gebrauch, dann quasi die ganzen nochmal zu versiegeln. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, aber wir bringen ja zum Beispiel auf unsere Briefe, ja, wenn man bei uns bestellt, eine Flasche oder sowas, einer bestimmten Bestellmenge dann auch quasi einen versiegelten Brief an. Und das haben wir jetzt einfach für die Flaschen auch immer verwendet. Ja. Was eben auch verhindert, dass Aromen über den Verschluss entweichen. Was nach dem ersten Öffnen ja auch der Fall ist. Na, also wie gesagt, eine Möglichkeit ist umfüllen. Ja? Die andere Möglichkeit ist einfach verbrauchen. Ja, und zwar indem man dann mal die Freunde dazu ruft. Man muss das hier nicht alles allein trinken. Ne? Also gerade Geselligkeit ist ein wichtiger Punkt beim Genuss von Tequila. Genau. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit für alle möglichen Lebenssituationen unterwegs zum Beispiel. Da haben wir auch eine Lösung für euch. Genau. Und gleichzeitig, wer uns da unterstützen möchte, kann auch gerne bei uns im Shop nochmal nachschauen. Ja, in Flachmänner. Ja, also Hüftflaschen, die man überall mit hinnehmen kann, die natürlich dann auch noch ein gewisses abenteuerliches Feeling verteilen. Und da passt natürlich dann nochmal ein bisschen mehr rein als in den Minis. Oder sind weniger umständlich, nicht lichtdurchlässig, wie jetzt zum Beispiel Glasflaschen. Ja, und da. Ich sag mal so, es gibt ja durchaus Partys, wo die Stimmung gut, aber der Fusel schlecht ist. Ja? Und das eine schließt das andere nicht aus, so haben wir immer die Backup-Lösung parat. Habe ich bei Freunden in Mexiko gesehen. Also eine gute Freundin hatte ihre Handtasche voll mit mehreren Flachmännern, ja? Mezcal und Tequila, ja? Ja. Um auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß ja nicht, was einem da so angeboten wird. Ich mache es tatsächlich zum Beispiel so, dass ich immer einen Flachmann habe, der jetzt einen Tequila beinhaltet und einen nochmal einen Mezcal drin hat. Einfach damit man halt auch nochmal den Kontrast aufzeigen kann. Ne? Also beides sind Agavenbrände, aber doch unterscheidet sie doch einiges. Genau. Und finde ich recht klasse. Also ich freue mich über die Flachmänner und kann sie jedem nur wärmstens empfehlen. Wir haben da jetzt zum Beispiel einen mit Echtleder. Mantel ein bisschen unkonventionell designt. Der hier geht dann schon eher in die Richtung Mainstream. Ist mit veganem Leder, wie man heute sagt, beziehungsweise Kunstleder. Und dann nochmal eine handgearbeitete Form, die quasi nochmal umnäht ist. Ja, wunderschön. Erinnert mich so ein bisschen an alte Westernfilme. Ja, so echt Leder. Kleines Volumen, sehr diskret, kann gut verdeckt mit sich geführt werden. Ja, hat besonders was Abenteuerliches.
Genau. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Was habt ihr denn so für Spirituosen bei euch zu Hause rumliegen, die jetzt schon seit langem mal geleert werden müssen? Testet das mal nach, wie sie heutzutage schmecken. Ja, und denkt an unsere Worte. Weiß nicht, ich dachte, du könntest noch was Cleveres sagen. Der beste Drink ist immer der nächste. In dem Sinne, hasta luego. Hasta luego.